Was wollt ihr beiden hier? Das ist meine Stadt. Ich war zuerst hier. Ach ja? Das Kopfgeld für Dylan gehört mir. Verzieh dich, Klugscheißer, sonst... Lass ihn doch, Doc. Wenn er glaubt, er könnte das allein erledigen... Ihr werdet schon sehen. Friede deiner Asche. Ihr habt keine Chance. Verstand, Kumpel! Klang so, als sei unser Freund nicht sehr weit gekommen. Dann sind wir wohl jetzt am Zug. Wie lautet dein Plan? Kate hat sich bereits in die Stadt geschmuggelt. Sie müsste in diesem Augenblick mit dem guten Dylan am Pokertisch sitzen. Wenn sie ihn ordentlich gerupft hat, wird sie versuchen, mit ihm auf sein Zimmer zu verschwinden. Du solltest dir den Kirchturm vornehmen. Von der Spitze aus hast du freie Schussbahn auf die Wachen. Und du? Ich werde Kate in den Saloon folgen und Dylan überrumpeln, während sie ihn ablenkt. Denk dran, auf seine Leiche gibt es nur noch das halbe Kopfgeld. Die Einwohner von Santa Clara wollen ihn lebend. Ich werde ihm kein Haar krümmen. Oder zumindest fast nicht. Was machen wir, wenn wir Dylan geschnappt haben? Diese Banditen haben die ganze Stadt unter ihrer Kontrolle. Vom Sheriff können wir keine Hilfe erwarten. Der scheint in seinem eigenen Knast festzusitzen. Dann holen wir ihn eben da raus und reinigen bei dieser Gelegenheit gleich die gesamte Stadt von diesem Ungeziefer. Vorwärts! Und damit hey ho und let's go! Mit Desperados, Wanted, Dead or Alive. Der nächste bitte. Und zwar der Demo. Diese Demo hat ein eigenes Level extra dafür kreiert. Nur damit man dementsprechend das Spiel testen kann. Die Fähigkeiten sind hier leicht unterschiedlich. Und zwar ist genau die letzte bei jedem, denke ich, gesperrt. Genau. Kate ist da drüben, die kriegen wir also noch. Der vierte Charakter, Sam hieß er, gell? Den haben wir leider nicht zur Verfügung in der, ups, in der Demo, aber das macht nichts, denke ich zumindest. Alles klar. Ich überlege gerade, wie halte ich den unter Kontrolle? Ja, eigentlich muss ich ihn abmurksen, oder? Weil das Problem ist, er wacht ja irgendwann auf und ich kann ihn nicht fesseln. Schön, wie viel Mühe man sich hier gemacht hat. Und das ist nur ein Demo-Level, gell? Es ist nur die Demo zum Testen des Spiels. Aber auch sehr strategisch und schön aufgebaut, finde ich's. Ihr habt es ja gesehen, einmal hier, der Typ, den wir fesseln wollen. Die Story übrigens, die ist komplett unabhängig von unserer Hauptgeschichte. Ich dachte aber, da wir jetzt alles kennengelernt haben, alle Charaktere, können wir uns ja auch mal jetzt die Demo ansehen. Also was heißt ansehen? Wir machen sie natürlich komplett durch. So, gut, ich murks ihn ab, weil... Ich habe keine Ahnung, was ich mitmachen soll. Jetzt oder nie. So. Ich kann ihn, wie gesagt, leider nicht fesseln. Das macht es natürlich auch etwas schwieriger. So, ihr da chillt ein bisschen. Die haben natürlich die ganze Stadt unter Kontrolle, das wurde auch schon erwähnt. So, zack. Ah, ups. Okay, das habe ich nämlich auch noch gesehen. In der Demo wurde nämlich auch ein paar Anleitungen reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob das nur in der Demo ist. Ich denke nicht. Das wurde mir aber im Hauptspiel nicht beigebracht. Und zwar kann John tatsächlich drei Ziele, gut, nicht gleichzeitig, aber schnell hintereinander abschießen. Ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe den markiert. Gut, dafür fehlt es. Einfach nur in die Luft schieße ich. Und dann Nummer drei. So könnte ich theoretisch wirklich drei sehr schnell ausschalten. Mal sehen, ob ich das auch hier auch nutzen werde.
Aber spätestens dann im Hauptspiel, da wird es ja sowieso da sein. So, ich könnte auch mal speichern. Wäre nicht schlecht. Kleinigkeit. So, jetzt hier hin. Ich hoffe, mich sieht davon keiner. Ihr habt jetzt Spaß weiterhin. So, was machst du da? Du siehst mich nicht, wenn ich hier rübergehe, oder? Kann ich eigentlich direkt abmurksen? Sehr gut. Und los. Ich denke, hier kommt keiner hin. Hier kannst du bleiben. Doc, komm bitte her. Und wieder speichern. Ich sehe auch viel auf der Karte zum Sammeln auf jeden Fall. Hier haben wir einmal die Giftflächen für den Doc. Er hat, oh, drei und wir kriegen sogar noch mehr. Sehr schön. Sieht er mich? Sieht er mich? Nein. Er guckt nicht hierher. Ups. Oder doch? Ich duck mich mal. Dann sehe ich da noch etwa. Nochmal Giftflächen, okay. Nochmal Giftflächen. Medizin, okay, falls ich mich heilen muss. Dann hier haben wir diese Sniper-Muni, hier auch nochmal. Und hier ganz rechts, auch nochmal Heilung. Okay. Also den Haupteingang habe ich eh schon. Ja, vergessen, den übernehme ich nicht. Mir wurde ja auch angezeigt, ich soll hier durch, von daher warum nicht? Was war das für ein Knopf? Hä? Okay. Gut, dann muss ich den einmal kriegen. Das ist nur die Frage. Ja, wie kriege ich den? Also hier die Mitte ist relativ gefährlich, weil hier ist alles. Den Haufen hier kann ich eventuell leicht ausschalten mit dem Schlafgas, das ist kein Thema. Wenn der ihn natürlich nicht im Auge behält oder wenn er runtergeht, alleine erst, dann kann ich ihn so ausschalten. Ja, hier geht es aber gleich weiter. Ich denke, man kann sie mit zwei Schlafgasportionen ausschalten. Einmal den Haufen, dann kommt ein paar angerannt und dann noch einmal. Das sollte klappen. So, ich muss immer noch wissen, was ich mit dir letztendlich mache. Das ist halt das Problem. Okay, ich gehe mal ein bisschen risky, einfach schon mal los. So, zack. So, bitte sag mir, da ist keiner. Ja. Sehr schön. Dann habe ich das hier mit zumindest schon geschafft. Es wird ein bisschen tricky. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Also ich will am besten hier erstmal aufräumen. Vor allem da ist die leerste Fläche. Das heißt, wenn ich das Gebiet für mich habe, kann ich mich auch ein bisschen frei bewegen. Und vor allem aus mehreren Richtungen planen. Das ist wichtig. Die Kirche muss ich ja sowieso erreichen. Also zumindest oben. Hat die mehrere Eingänge? Ja. Gut, dann brauche ich das nicht, auch wenn ich sie trotzdem wieder mit Schlafgas ausschalten kann. Und als letztes... Ach, da kann man hoch. Als letztes ist natürlich Kate. Sie ist ja hier drin. Mit ihr kann man dann auch einiges machen. So, wo ist der Typ? Ich weiß nicht mal, ob das geht. Ups. Ah. Nein, Fehler. Weiterspielen, danke. So, ich wollte das hier, dann wollte ich... Jetzt oder nie. Okay, das sehen zu viele. Gut, das war eben ein bisschen tollpatschig. Und los. Das timen wir bitte ab. So. Oh, oh. Hast ja toll gemacht, mein Freund. Ja, und jetzt? Kann dich denn da jemand sehen? Okay, die gucken immer hin und her. Ich denke, ja. Die gucken
gucken ganz kurz her. Das könnte also ein Problem werden. Aber ich probiere es trotzdem. Noch jemand, oder? Schnell, schnell. Okay. Ah, das sind nur Kinder. Okay, ich dachte, die haben Alarm geschlagen irgendwie. Ja, die rennen die ganze Zeit hier rum. Okay. Dann interessiert es mich nicht. Ich glaube, den hat auch niemand besonders im Auge. Das heißt, keiner wird ihn vermissen. Hier sieht es aber schon anders aus. Gut, da traue ich mich noch nicht hin. Ich brauche erstmal, wie gesagt, ein bisschen Freiraum. Zack. Genau, du wärst der Nächste, den ich ausschalte. Dafür muss ich aber auch wieder was checken. So, wie weit kannst du sehen? Oh! Immer diese Windows-Taste. Vorwärts. So, ist da jemand? Beeilung. Nein. Gut, dann schalte ich ihn hier aus. Das sind wie viele hier? Der läuft im Kreis rum, der sitzt den ganzen Tag da. Die zwei. Beobachtet er den? Ich denke ihn auf keinen Fall, aber ihn, ja, den schon. Na gut, dass die sich gegenseitig beobachten, ist klar. Das Haus weiß ich auch nicht, ob es sicher ist. Aber okay. Jetzt oder nie. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Nein! Ah. Ich wusste schon, dass es so schnell geht. Laut schießen natürlich aus der Entfernung, sollte ich nie machen. Alles klar. Keto! Hallo? Wie oft willst du noch eine Einladung haben? Auf geht's. So, zack, zack. Und, na komm schon. Beeilung. Dann wollen wir mal. Ja, und jetzt? Na komm schon. Nein, das da. Okay. Mehr interessiert sich nicht? Wenn er sowieso keinen Alarm schlägt? Wenn er sowieso keinen Alarm schlägt? Dann interessiert es mich gar nicht so sehr. So. Ich muss auch bedenken, dass ich nur einen richtigen Kämpfer habe. Doc ist ja nicht gerade für die Offensive bekannt. So, sobald der weg ist und der wieder wegguckt, schalte ich ihn aus. Ich bringe die Leiche auch später weg, keine Sorge. Kleinigkeit. Viel zu langsam. Beeilung. Okay, auf die Hühner muss ich natürlich auch Acht geben. Die machen ja auch Krach. Mhm. Okay, sicher. Dann wollen wir mal. Vorwärts. Zack. So. Alles klar. Dann speichern wir das ab. Ich bitte bei Ärger. Doc, du kannst eigentlich herkommen. Bleib mal aber hinten. Beziehungsweise nehmen von mir aus ein paar Fläschchen mit und geht dann rüber. Ja, jetzt haben wir 6. Wie geht's weiter? So, wie geht's weiter? Das ist eine fantastische Frage. Das ist eine brillante Frage. So, ist er sicher?
Wahrscheinlich ja. Weiter geht's. So, jetzt brauche ich den hier. Kleinigkeit. Ja. Auf geht's. Dann habe ich das hier. Okay. Wir nehmen ihn schon mit. Vorwärts. So, hat den eigentlich jemand im Auge? Ich denke nicht, gell? Oder patrouilliert er hier hin? Ja, die könnten sich gegenseitig sehen. Ja, ein Friedhof, wie praktisch. Da kann ich gleich landen. Okay, sieht aber gut aus. Die beobachten sich nicht gegenseitig. Na, mal sehen. Dann bringst du auch bitte den um. Beeilung. Dankeschön. Zur Sache jetzt. Ist hier jemand drin? Nicht, dass das ein anderes Gebäude ist. Dann ja. Wollen wir mal. Alles tutti frutti. So, dann habe ich Zugang zur Kirche endlich. Das ist gut. Ich habe immer noch das hier im Hinterkopf, ob ich mich da doch ein bisschen Action machen soll. Die Kinder machen mich nervös jetzt. Die spielen halt überall unkontrolliert rum. Das könnte in die Hose gehen. Was ist heute mit mir los? Ich meine, die Windows-Taste ist toll, aber... Oh, da ist noch jemand ganz außen. Der ist auch gefundenes Fressen für mich. Da sehe ich auch ein paar Tiere. So. Kommen die überhaupt raus? Naja. Wenn ich sie brauche, finde ich sie heraus. Obwohl, es gibt keine Sattel, gell? Das einzige Pferd mit Sattel ist eigentlich das hier. Ja. Die sind alle ohne. Hier höchstens noch die Mitte Sattel. Das war ja von dem einen Typen, der versucht habe, den Held zu spielen. Ach ja. Ja, Windows-Taste. Ich habe überlegt, auch die Tasten mal anders zu belegen, aber bisher kommt mir auch nichts Gutes in den Sinn, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Okay, aber hier ist nichts los. Gut. Jetzt ist die Frage, soll ich nochmal hier rüber gehen und das hier aufräumen? Ich hätte halt hier einen großen Haufen weg. Weil ich schätze, wie gesagt, das hier plus diese 1, 2, 3, 4 vielleicht sogar kann ich alle ausschalten. Dann habe ich natürlich auch leichteren Zugang letztendlich zum Sheriff. Der war hier. Na gut. Wird schwieriger, als ich dachte. Ich weiß eh nicht, wie ich den holen soll noch. Ich meine, vorne ist bewacht, hinten ist bewacht. Gut, wie ich da reinkomme, weiß ich auch noch nicht. Also ich weiß noch gar nichts. Ich probiere mal ein bisschen experimental. So, komm mal kurz her. Ups, 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 ups. Versteck dich. Ich hab vergessen, dass hier einer patrouilliert. Ich hätte noch mehr Flächen, wenn ich das sammle. Oder ist es eine Maximalanzahl? 7. Ich weiß halt jetzt nicht, ob da nur eins drin war oder ob ich weniger bekommen habe, weil da halt nichts war. Okay. Ich hab so eine Ahnung. Oh, ich kann sogar so weit werfen. Ballon geht in welche Richtung? Dahin, okay. Ballon ist nutzlos. Aber gut, hier schalte ich halt so viele gleichzeitig aus. Ich probier's mal, ich habe ja gespeichert. Sehr gut. Komm, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Hey, du, was ist passiert?
Es hat geklappt. Oh, es hat nicht geklappt. Alter. Okay, also langsam geht hier die Party ab. Okay, man kommt da nicht hin, schade. Das ist halt das einzige Problem, ich komme da nicht hin. Ich müsste halt hier mich durchbewegen. Aber der eigentliche Trick funktioniert. Ich muss nur vorher den loswerden. Das war's. Der sieht ganz knapp etwas, reagiert aber nicht. Jetzt erst. Aber dasselbe Spielchen könnte ich hier machen, wenn er reagiert, dass ich ihn auch nochmal ausschalte. Okay. Achso, ich habe erst hier gespeichert. Alles klar. Auf geht's. Zur Sache jetzt. So, zack, hol dir den. Das speichere ich kurz auch ab. Damit ist das erledigt. Okay. Ich will die Map schon leer bekommen, sag ich mal. Die haben auch ein bisschen angedeutet, dass das auch gemacht werden soll. Zwei Gegner. Hat irgendeiner von denen was im Auge? Ne, ist zu weit weg. Na, mal sehen. So. Beeilung. Hallo. Hallo. Kleinigkeit. Geht doch! Wer? Wo? Was? Ja. Was war das denn für eine Aktion? Oh, ich hab schon wieder nicht gespeichert. Kleinigkeit. Gehen wir. Ich sag dem 100 Mal, der soll gehen, dann macht's nicht. Sieht er was? Ne. Na, mal sehen. So, speichern bitte. Kleinigkeit. So. Da muss ich auch nicht auf sein Timing vor allem warten, wenn ich den auch ausschalten möchte. Na, ja, Kinder wieder. Ich weiß noch nicht, welchen Einfluss die haben. Auf geht's. Jetzt oder nie. Wer, wo, was? Wer, wo, was? Was für eine Verschwendung. Okay. Ist das Saloon voll eigentlich? Oh, oh. Aha. Okay, jetzt habe ich zu lange gezögert. Macht nichts. Da sind aber noch drei drin, also auf keinen Fall laut hier werden. Das ist risky, risky hier. So, schon mal programmieren. Zack, zack. So. Die Stadt scheint mir aber schon ein bisschen trostloser zu sein als die, wo wir drin waren. Spielst du mal in keine Musik? Wer? Ja, und jetzt? Was? So. Ruhe im Frieden. Ich weiß jetzt nicht, ob der natürlich was checkt. Ja, und jetzt? Der hat ja seinen Freund immer beobachtet. Aber für den Fall, dass er was checkt, schalte ich ihn schnell aus. Na, mal sehen. Halt. So, selbes Spielchen. Langsam. Viel zu langsam. Und los. So, das Gebäude muss ich aber als unsicher merken. Weiter geht's. Drei Stück sind da. Das ist schon fies. Ich wittere Ärger. So. Doc kommt her. Wo sind die Asken? Jetzt habe ich hier nämlich meine Ruhe. Gehen wir's an. John muss sich irgendwo letztendlich bereithalten. Ist der vorhin mitgekommen runter? Ich weiß es nicht mehr. Ich komme nur von hier rein, gell?
Beeilung. Okay, du hältst dich auf jeden Fall bereit. Hier kannst du ja rumstehen. Außer die Kiddies nerven mich. So, welches Timing? Kommt der noch näher? Ich denke, der kommt nicht mehr. Aber ich will, dass er es sieht. Damit ich den letztendlich auch kalt kriege. Sieht schon leer aus auf der Karte, gell? Es kann so schnell gehen. So, zack. Gehen wir es an. Hoffentlich wecken die den nicht, die Zivilisten. Beeilung. Beeilung. Hä? Ach, das war ein Zivilist. Ja, es war ein Zivilist, ich hab's gesehen. Beeilung. Komm's her. Die Zivilisten soll ich natürlich nicht töten, ist klar. Denen darf ich nichts tun. Selbe Spielchen mit dir. Warum der nicht umgekippt ist, aber gut. Jetzt muss ich halt das abtimen. Schon wieder? Oh, er hat geschossen. Jetzt ist es langsam zu viel, was ich hier nutze. Das wird böse. Wer bist du? Nimm das! Nimm das! Du siehst mich von da. Okay, dann schießen wir halt ein bisschen. Ah, ich verfehle die ganze Zeit. Was für ein Job. Leute, kommt schnell! Aha! Was ist los? Okay, ich kann sie nicht aufhalten mehr. Nein, wer bist du? Das Problem ist, sie sehen halt schon. Das ist das nervigste Problem. Kann ich dazu ihm irgendwie... Ja, sieht gut aus. Kleinigkeit. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Gehen wir's an. Wie geht's weiter? So, ich probiere jetzt mal ihn auszuschalten. Oh. Okay. Ich wusste gar nicht, ob es sicher hier ist, aber okay. Alles klar. Vorwärts. Wer ist da? Was? Auf geht's. So sollte das nicht laufen. Schlägt er mich einfach, also sowas. So, wer von denen hat mich gesehen? Der da vielleicht. Kann ich rennen? Nee. Weiter geht's. Bemerkt er mich auch letztendlich. Weiter geht's. Oh. Hallo. Vorwärts. Kommen die rein? Jetzt oder nie. Okay, ich kann nicht so viel ausschalten. Doc bringt mir halt, wie gesagt, nichts außer, ja gut, Schlafgas, nicht aus der Entfernung und nicht zur Sache jetzt. Bei einem Einzelnen. Okay, also der bemerkt, egal was ich tue, bemerkt mich auf jeden Fall. Wo war der Typ, der mich entdeckt? Na, mal sehen. So, komm her, put. Jetzt oder ja, nee. Also das darf gar nicht passieren. Was für ein Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, ob man das hier machen muss, soll, wie auch immer.
oder ob man sich einfach nur verkriechen soll. Moment mal, warum gehe ich eigentlich da hoch? Wenn es hier einen Eingang doch auch gibt, oder sieht mich jemand? Nö. Fertig. Dann wollen wir mal. Den haben aber zwei Leute im Visier. Jetzt oder nicht. Er schießt wieder, ne. Das ist tricky. Alles klar. Wie kriege ich das am besten hin? Also es ist schon mal gut, dass ich diese Tür hier nutzen kann. Wo ist sie da? Aber dann geht halt alles schief, weil er halt irgendwas bemerkt. Messerwurf bringt halt nichts. Thank you.